And shattered halos fall across the street of stolen gold. I know you longed for a place to call your own. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme 7. Schicksalsschlacht. Kapitel 1. Sternensturz. Ein Beben durchzog das gesamte Land. Kein Pokémon wurde verschont. Keine Welt wurde verschont. Während der Weltenbaum des Sternlichtes in einem ähnlichen Phänomen soeben in seinen letzten Schlaf versetzt wurde, geschah Ähnlichstes auch in den anderen Weltenbäumen. Auch Irlia spürte dies, wenn immer noch inmitten des Schreines des Waldes. Doch selbst sie verblieb für nun nicht an diesem Ort. Stattdessen stieg sie die Treppen hinauf, in der Hoffnung, die Herkunft des Lärmes zu finden. Der Anblick, welcher sich oberhalb der Treppe preisgab, war schaurig. Etwas derartiges hätte das Volnona sich in Träumen nicht ausmalen können. Der Himmel höchst selbst, als wäre er geschaffen aus Glas, war durchzogen von Rissen über und über. In jedem dieser Risse schien der Nachthimmel sich durch den Tag ziehen zu wollen. Doch nicht nur dort, in der Höhe. Selbst der Boden schien in sich selbst zu zerfallen und pures Licht freigeben zu wollen. Brocken von Geröll, Spuren von Dreck und Sand, Blätter der Bäume, viele der leichtgewichtigen Objekte, welche sich unterhalb der Himmelsrisse befanden, wurden in einem Strom eigenartiger Energie hinauf in den Himmel gesogen. Hinauf in die Dunkelheit. War dies das Ende der Welt? Zumindest war dies, wie Irlia sich so ein Ende immer vorgestellt hatte. Der Himmel würde mehr und mehr aufreißen. Und das Licht würde bald alles verschlingen, was verblieb. Das Sternenlicht. Dies hier war Omegons Tun. Es musste Omegons Tun sein, aber... Aber wie? Wie konnte es auf einmal sein? Noch brannten die Kerzen. Die Kerzen, sie brannten noch. Irlia, hier bist du also. So schnell... Über Kamerups bloße Anwesenheit wunderte sich die Vertreterin kaum. Doch das alte Pokémon würde kaum vom Dorf bis zum Schrein des Waldes in den wenigen Minuten seit dem Beben gelaufen sein. Aber wer konnte schon wissen, ob nicht vielleicht vor dem Beben der Zusammenfall begann, Irlia es aber nicht mitbekommen hatte im Inneren der Baumhöhle. Das bin ich, ja. Weißt, was hier vor sich geht? Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du das tätest. Es ist das Ende der Welt. Der Himmel selber bricht in sich zusammen. Könnte das hier Omegons Sieg sein? Nein, bestimmt nicht. Es ist der Anfang vom Ende, aber es kann noch nicht zu spät sein. Aber wie? Flamme und Sol leben noch. Sie leben und haben große Kräfte bei sich. Solange sie am Leben sind, bin ich nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Ich glaube an sie. Ich glaube an meine Söhne. Bis zum Ende. An einem fernen Ort spielte sich soeben ein ähnliches Schauspiel ab. Inmitten einer Grotte auf der Spitze des Eisberges hatten zwei alte Freunde zusammengefunden und betrachteten das Spektakel des ebenfalls brechenden Himmels. So sieht es also aus. Ich muss sagen, so tragisch dieses Schicksal auch sein mag, der Anblick hat in seiner Verworrenheit doch eine Schönheit. Also glaubst du, dass das Schicksal wahrlich besiegelt ist? Die Zeichen mögen dafür deuten. Haben die jungen Reisenden es nicht rechtzeitig geschafft? Ich will nicht daran glauben. Zoroark, er muss noch da draußen sein.
Er ist noch auf dieser Reise, noch ist es nicht zu spät. Ich mag glauben, selbst wenn es scheint, dass es der Weisheit widerspräche. Dann werde ich mit dir beten, so schwer der Kampf auch scheinen mag. Zoroark, wir sind alle bei dir. Wir zählen auf dich. Mach uns stolz. Also ein wenig erinnert mich es doch an die Zeiten des Kältekerns. Wobei es damals wohl noch mehr Hoffnung gab. Zumindest fühlte es sich so an. Auch inmitten eines sterbenden Raststadt blickten die Pokémon auf das Spektakel hinauf. Findest du das wirklich? Es gibt da draußen noch Pokémon, die für uns alle kämpfen. Du hast sie selber getroffen. Ich weiß, dass du uns nur Hoffnung machen willst, aber du weißt selber gut, dass diese Pokémon nicht waren, wie Latias und Latios damals. Außer ihr habt ihr Verhalten in euren Geschichten sehr beschönigt. Glaubst du wirklich, dass diese Pokémon das hier stoppen könnten? Wenn sie wirklich erfolgreich gewesen wären, wäre der Himmel nie so geworden. Selbst wenn du recht hast, hat es doch keinen Sinn, so zu denken. Der Kältekern sollte uns eure Welt gelehrt haben, dass Negativität nie der Weg ist. Außerdem, eine der Reisen hat uns von Latias und Latios erzählt, nicht? Das heißt, die beiden sind auch noch irgendwo da draußen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin nicht bereit aufzugeben, solange die beiden uns vielleicht noch retten könnten. Vielleicht habt ihr ja recht. Lasst uns gemeinsam hoffen und beten. Latias, Latios, ihr seid noch da draußen. Und wir kennen euch. Ihr habt euch immer jedem Unheil gestellt, um den Pokémon ein Paradies zu schenken. Ihr versucht es wieder. Wie immer. Und ihr könnt das auch schaffen. Wie Simsala und die weise Vulnona bereits gezeigt hatten, war ein erhöhter Ort der beste, um das Spektakel wahrlich in sich aufsaugen zu können. Und genau dies ging auch inmitten des Weltenbaumes der Schatten vor sich, als Entei sich auf die Spitze seines Vulkanes stellte. Der Sturm, welcher die ganze Welt seit Wochen durchzogen hatte, war endlich vorüber. Denn der Himmel schenkte den Wolken keinen Platz mehr, nun wo alles zerfiel. Doch alleine war selbst der Wächter des Vulkanes nicht. In anderen Zeiten würde er sich gegen Besuch vehement wehren. Doch er heilte immer noch von seinem Kampf gegen das Pokémon, welches heute den Namen Asche trägt. Zumal es nun Wichtigeres gab. Und auch war der Besucher niemand Wildfremdes. Glaubst du, dass das hier vielleicht irgendwas mit Mew zu tun hat? Oder mit seinen Begleitern? Ich habe keine Ahnung von Mew. Ich kannte das Mon nie. Aber ich weiß es nicht. Diese anderen Pokémon, sie waren eigenartig. Aber sie hatten Darkrai bei sich. Und wenn ich eins weiß, ist es, dass Darkrai dieser Katastrophe entgegenstehen würde. Und mit ihm seine Mitstreiter. Heißt das, dass sie gescheitert sind? Wer weiß. Aber ich glaube es nicht. Sie haben dieses Vulpix, diese Bestie. Und wer es mit mir aufnehmen kann, kann es mit jedem aufnehmen. Zumal sie Darkrai haben. Sie werden nur noch nicht gewonnen haben. Noch. Und ich hoffe mit dir, dass diese Worte der Wahrheit entsprechen. Mew, du hast uns schon einmal gerettet. Ich weiß, in der Ferne, du kannst das wieder. Es gab noch einen Ort, der das große Spektakel ebenfalls in vollem Anblick erfuhr. Jedoch in einem anderen Anblick. Inmitten des Zentrums aller Weltenbäume waren nämlich Tundil, Lunala, Terrus und Dreron versammelt. Der Weltenbaum des Sternlichtes war vor ihren Augen in Finsternis zerflossen. Doch aus jener Flüssigkeit hatten sich unzählbare, schwarze Blasen gebildet, welche nun alle unter dem eigenartigen Portal am Himmel ruhten. Und jenes Portal hatte begonnen,
kosmische Energie auszusenden, welche die Lebensenergie diesen gesamten Ortes erfüllte. Die Weltenbäume wurden von ihr verzehrt. Jeder Weltengeist spürte dies. Doch verstanden taten sie es nicht. Der Weltenbaum ist zerstört, aber unsere Kräfte sind nicht zurück. Nicht ansatzweise. Was ist passiert? Sie haben doch gewonnen, oder nicht? Es scheint so, nur gleichermaßen nicht. Der Weltenbaum ist zerstört, also muss Omegon es doch auch sein. Nur, ich höre meinen Namen. Aus dem riesigen Portal am Himmel kam er hervorgeschossen. Wie jedes Mal seit einer ganzen Weile. Omegon, du lebst, aber wie? Was geht hier vor? Hat Dacke etwa doch keinen Erfolg gehabt? Oh, das würde ich lange nicht sagen. Ich muss euch wirklich loben. Der Kampf, den ihr geliefert habt, war weit, weit mehr, als ich euch zugetraut hatte. Und das, obwohl ihr der Sage der Flamme gefolgt seid. Die Seele deines eigenen Nachfahren auszusenden, Lunala. Ein schlauer Zug von euch. Was soll ich haben? Ich muss mich wohl berichtigen. Dir war nicht bewusst, dass Solgaleo selbst dieses Fukano als seinen Krieger erwählt hat. Durch ihn habt ihr wahrlich Unsagbares geschafft. Ihr habt es geschafft, einen Krieger zu schicken, welcher sogar meinen Günther bezwingen konnte. Günther mit einem Teil meiner Macht und der Meisterung der höchsten Emotion. Und dies alleine, nachdem all meine Helden sich doch wieder auf die Seite ihrer alten Meister stellen. Die Mann haben Günther besiegt und den Rest unserer Helden von ihrem Recht überzeugt. Aber wie lebst du dann noch? Ihr haltet mich für einen Seelengeist. Dieser Begriff beleidigt mein wahres Sein. Ihr habt es geschafft, Pokémon in meine Wurzelwelt zu schicken. Und mein Herz, nein, genau das nicht, das Herz der Wurzelwelt, zu zerstören. Wenn nur mein eigenes Herz nicht schon lange nicht mehr vonnöten wäre, um einen Weltenbaum zu erhalten. Stattdessen liegt der Weltenbaum nun im Koma. All eure tollen Krieger mit ihm. Und erwachen wird es alles wieder. Sobald das Imperium eintritt. Herzlichen Glückwunsch. Eure Bemühungen haben es wahrlich geschafft, mich zu Plan B zu zwingen. Und wie ihr seht, es beginnt der Sternensturz. Eure Reiche werden das letzte bisschen ihrer Macht verlieren. Bis auf eine einzelne Welt, welche ich doch noch verschonen muss. Als Lohn für die zweifelhafte Arbeit eines deiner Kriegerterrors. Sei glücklich! Deine Wurzelwelt wird Teil des Kaiserreiches werden. Und ihr alle werdet es nicht erleben. Es sei denn, ihr ergebt euch endlich. Ich kann meine eigene Gnade kaum mehr fassen. Doch ich biete es euch noch einmal an. Ihr liegt im Sterben, eure Welten dazu. Gebt hier und jetzt eure Rollen und Kräfte als Weltengeist auf. Und ich erlaube euch, als sterbliche Pokémon in meinem Reich zu leben, welches eure Reiche umfassen kann. Wenn ihr bereit seid, mir die Herzen der Weltenbäume auszuhändigen. Ein Angebot. Ein Angebot, welches Omegon wahrlich nicht zum ersten Mal machte. Und eines, welches er nicht aus Großmut oder Gemeinnutz machte. Mit den Herzen der Weltengeister würde er nicht nur die Macht über diese als Wesen erlangen, sondern sofort jede Macht, die er brauchte, um alleinig mit der Realität zu verschmelzen.
die Spitze zu erreichen. Der Punkt, an welchem er wahrlich nie wieder gestoppt werden könnte. Bis ans Ende aller Ewigkeiten. Ein Zustand, welchen er selbst mit der Macht eines allmächtigen Kaisers in alleiniger Herrschaft über alle Pokémon nicht erreichen würde. Es würde niemanden geben, der auch nur den Hauch einer Chance gegen den Kaiser hätte. Doch zumindest in wildester Theorie wäre er noch aufhaltbar, selbst wenn all die anderen Weltenbäume hier nun sterben würden. Und alleinig dieser Fakt genügte, um die Antwort vorherzubestimmen. Wir haben dich noch nie akzeptiert und werden es auch nie. Du wirst niemals unsere Weltenbäume bekommen. Lunar, Forst, Sturm und Schatten werden dir niemals gehorchen. Du verstehst sie nicht. Genau wie du Pokémon nicht verstehst. Oder Gerechtigkeit. Ihr seid solche sturköpfigen, konservativen Narren! Seit Jahrhunderten führt ihr Krieg um Krieg um Krieg. Nur da ihr nicht mit dem Gedanken leben könnt, dass euer fehlerbehaftetes, eingesessenes System dem Erdboden gleichgemacht wird. Ihr seid unwillig für Veränderung, egal ob im Positiven oder nicht. Denn ihr wart nie diejenigen, die unter euren alten Regeln gelitten haben. Diejenigen, die Freunde und Familie sterben sahen, da die tollen Herrscher sich kein Vorgehen einig wurden. Schämt ihr euch nicht, das Wort Demokratie für euren Wahn zu verwenden? Was ist denn wahrlich demokratisch? Denkt ihr, wenn meinem System moralisch überlegen? Einfach nur, weil nicht einer, sondern fünf über Millionen entscheiden. Ihr seid auch nur eine winzige Gruppe im Angesicht des Gesamten. Und nicht einmal eine Gruppe, welche von ihren Untertanen erwählt wurde. Ihr führt eine Anarchie nahe der Diktatur und zeigt mit dem Finger auf das böse Mon, das die Macht haben möchte. Es als Doppelmoral zu bezeichnen, würde Moral voraussetzen. Ihr redet von Gerechtigkeit, wenn ihr die Macht über alles habt. Aber nein, ich bin es, der Gerechtigkeit nicht versteht. Ich bin jener, der den Pokémon ihre Entscheidung überlassen doch bereits im Notfall einzugreifen, damit ihr Frieden nicht durch die Untätigkeit jener an der Spitze zerstört wird. Ihr seid Narren, euch gerecht zu nennen. Und eure Überheblichkeit hat ihr Ende erreicht. Merkt euch nur eines. Jedes einzelne dieser Leben hättet ihr retten können. Wenn ihr Moral hättet. Ein eigenartiges Gefühl überkam Omegon. Dann werde ich euch alleine euer Ende spüren lassen. In einer meiner Städte scheint die Traumwelt zu wanken. Also blickt euch um, genießt diese Momente. Es sind noch Stunden, vielleicht Tage. Omega ist das Ende, welches einbrechen wird. Und dann beginnt der Neuanfang. Dann beginnt Alpha. Das letzte Kaiserreich in neuem Glanz. Und die Welten werden besser werden. Die Welten werden Frieden kennen. Frieden, den ihr für Generationen naht.